Es gibt Leute, die NettozahlerInnen sind, und es gibt Leute, die Nettoleistungen beziehen. Und im Steuerwettbewerb haben die Staaten natürlich primär einen Anreiz, NettozahlerInnen, sehr reiche Individuen anzuziehen, Unternehmen anzuziehen. Und sie haben auch einen Anreiz, beispielsweise sieht man das im kantonalen Steuerwettbewerb in der Sozialhilfe, Leute, die Nettobezügerinnen von Leistungen sind, abzuschrecken. Und deshalb führt der Steuerwettbewerb dann in der Summe eben nicht dazu, dass alle Interessen bestmöglich erfüllt werden, sondern er führt, glaube ich, dazu, dass sich die Steuerpolitik immer stärker an den Interessen großer Konzerne und an den Interessen besonders reicher Individuen, Stichwort Pauschalbesteuerung, ausrichtet.